Hallo und willkommen zurück zu XCOM 2 mit Covert Infiltration. Wir haben zuletzt eine Covert Infiltration, also Action, gestartet und jetzt machen wir hier einfach mal weiter, bis der Herr Kölsch wieder da ist. Okay, das ist egal. Oh, in 4 Tagen haben wir noch Zeit. Das ist gut. Irgendes wieder da, noch besser. So, haben wir erst wieder da. Haben wir noch irgendwelche negative Eigenschaften zum Entfernen? Das ist nichts Negatives. Das ist Gutes. Und das ist auch sehr gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Nee, keine negativen Eigenschaften. Ich würde hier doch zu gerne noch jemand rekrutieren. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Haha. Haha, mir ist was aufgefallen. Das ist eventuell blöd, wenn wir Krankenstation. Brauchen wir da jemand? Nee, das ist momentan unnötig. Dann können wir. Was kann ich für Sie tun, Commander? Testbereich. Ja, da ist jemand drin, okay. Dann, noch besser. Dann gehst du hier raus und tust. Brauchen wir momentan nicht. Und geh hier rein. Da ich noch nie einen Fuß in eines dieser Stadtzentren gesetzt habe, hatte ich noch nie einen dieser Advent-Burger, oh, von denen Gott. Man immer wieder hört. Aber niemand scheint die unbequemen Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wann jemand nicht ganz ideal, aber auch nicht schlecht. Sagen wir es mal so, die können wir mal gebrauchen. Wir haben hier bald noch eine Dings. Warte mal. 50 Stunden. Oh. Counter Dark Event. Oh ja, ja, das müssen wir machen. Okay. Okay, okay, okay. Guck, das sieht gut aus hier. Da können wir bald noch Aktionen starten, denke ich. Soldaten sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. Also, was müssen wir hier machen? Irgendwas zerstöre. Du und Conchmit, das ist, denke ich, eine gute Idee. Wir brauchen Eddie und Raffi. Das ist, denke ich, eine gute Kombination. Raffi, wo ist er? Hier ist er. Das ist sehr gut. Wir bräuchten einen Ranger. Da wäre er vielleicht. Und Sina. Oh, ist auch nicht schlecht. Birgit und. Ich hätte gerne Ranger dabei, du bist gerade komplett fit. Sina. Wo ist denn Sina? Okay, wir haben schon lange Psymi dabei gehabt. Wir sind beide müde. Das ist nicht gut. Dann halt so. Wenn nehmen wir da noch mit. Der Sharpshooter Hammer dabei. A Technical. Matthias. Du mischst nur Insatz an. Das ist, denke ich, okay, oder? Grenadier, das ist gut. Sharpshooter, Ranger, war schade. Er macht schade. Es sollte, ist auch gut. Sie macht auch gut schade. Ja. Ja, wieso nicht? Okay. Demo schnell ausstatte. Sturmhandschuhe. Predator-Rüstung. Du bist ein Ranger. Du kriegst irgendwas mit, genau, Fehlschussschaden. Mac Shorty und du kriegst am besten panzerbrechend. Das ist, denke ich, gut. Du kriegst am besten das, falls der Idiot wieder kommt. Sina, du hast schon eine verbesserte Schrotflinte. Das ist wunderbar. Um. Jetzt haben wir hier Spezialist, aber. Ja, wird schon so gehen, oder? Kriegt jemand anderes was mit? Fehlschussschaden. +2 für Matthias. Ist auch gut. Raffi. Bekommt ein. Kann man hier alles dran? Mehrlader. Ist auch gut. Mehrlader, Magazinerweiterung. Stecher. Ja, du hast einen Stecher. Nee, Granatwerfer. So. Zack. Antimateriegewehr. Kannst du. Mir hätte noch Giftgeschosse zu vergeben. Nimm du mal auch Granat mit. Sina kann eine Medkit mitnehmen.
Nimm du noch ein Medkit mit, wieso nicht? Ein Giftgeschoss, was soll man den Schädelstecker mitnehmen? Und wieso eigentlich nicht? Wir können das mitnehmen. Sina. Ja. Okay, wir haben panzerbrechende Geschosse und Giftgeschosse. Das ist gut. Hier wollten wir noch Wade, was wir noch kriegen. Crashen ist nicht schlecht. Serie, wow. Crashen ist. Oh, der ist Genie. Und da können wir uns, denke ich, das tun noch. Oh, nein. Sorry. Kein Posterboy momentan. Noch nicht. Raffi, Bluescreen Bombs. Ne, das ist okay, denke ich. Brauchen wir noch irgendwas? Gib mir ein Key Geld. Ich würde das gerne sparen. Oder kann ich noch irgendwo ein. Oh, Bluescreen Geschosse. Aber die sind so teuer. Fortschritt. Ne, brauchen wir momentan nicht. Counted Mark 2 brauchen wir momentan nicht. Kremlin Mark 2. Ich suche gerade was und finde es nicht. Fortschrittlicher Granatwerfer. Das muss ich machen. Da haben wir noch Kenner. Oh, den müssen wir mal herstellen. Nee, ich brauche Geld. So, dann müssen wir das mal machen. Gut, ich glaube. So können wir das angehen. Da sind wir auch schon. Und ich würde sagen, mir mal ganz schnell was gucken. Okay, hier sind wir am Ecke. Oh, guck mal. Wir können direkt nur diese Richtung gehen. Na komm. Got it. Im Idealfall gehen wir da außen rum. Da müssen wir nicht hier. Rüber gehen. Du kannst eventuell nur schnauzen, ob da was ist. Sieht gut aus. Dann kannst du. Ja, wir können die erst rund, können mal ruhig spurten. Sina. Muss eh ganz weit vorne sind. Yes. Hier hin. Raffi. Und so, Eddie. Nicht so eine echt gute Plätze. Ich würde sagen, das ist erstmal okay. Bisschen im Hintergrund. Elf Feinde, okay. So, Sina. Die Sicht ist hier absolut bescheiden. Okay, 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 okay. Order is confirmed. On the move. All right. So, warte mal, Eddie. 78, da können wir. Ach, doch, hier sieht man nichts. Wie doof. Gut, momentan ist es noch okay. Du kommst nur ein ganz schönes Stück näher. Ich brauch dich hier vorne. Ja, die Sicht hier ist Vater Eddie nicht gut. Die Map ist suboptimal. Aber guck mal, die kommen schon bei uns. Das ist doch gut. Das haben wir natürlich kein Steady Weapon gemacht, aber das ist völlig egal. Guck mal, der Eddie kann direkt schon rinhauen. Ja, Precision Shot. Wir treffen auf jeden Fall, wollen wir irgendwo Overwatch haben. Mit dir bestimmt nicht, mit dir auch nicht. Sina. Nö. Matthias. Matthias, wieso nicht? Matthias macht Overwatch. Drischt. Behalle Mamo. Und Precision
Schaut auf die Wyvern, das ist auch die gefährlichste hier. Watch yourself, they'll be coming for us. Wow. He was open-minded. Also was nicht heißen soll, dass die hier ungefährlich sind, aber... Ja, super, Matthias. So, hier kann man auf jeden Fall nur Endkill sicher. Geistbändiger, die sind auch böse. Aber er hier ist auch böse. Sina, 42 von 60. Achso, da waren wir aber gerade. Ja, ein bisschen Fokus. Oh, zwei Geistbändiger sogar. Also was hier? Ah, okay. Ich dachte schon, wer du was getriggert. Das wäre gar nicht gut. Sina, Overwatch, Raffi. Und peu à peu näher komme. Eddie könnte... Na, kann er nicht. Hier ist kein Wegruf. So, wir gucken mal, ob man einen Weg für der Eddie... irgendeine Position für der Eddie findet. Doch, da oben kann er hin, theoretisch. Eventuell, vielleicht. Matthias, du kommst hier ein bisschen näher ran. Ah, du hast Nachlader, das ist gut. Dann mach Overwatch, du auch. Jetzt blockiert jemand hier. Ah, ne, ich glaube, wir haben genug Reichweite. Dann würde ich sagen, Eddie. Na, Steady Weapon. Man weiß es, man weiß nicht. Oh. Oh, 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 oh. Spectre. Na gut, dass wir mit Eddie Steady Weapon gepannt haben. Gut, der ist unrelevant und der ist. Okay, er hat mir noch angekratzt. Eddie, was kannst du für uns tun? So einiges. Das ist sehr gut. Was noch gut ist, mir ein High Ground. So, du hast nur ein Ziel. Dann schießt du auf das Ende Ziel, was du hast. Wow. Sina. Das Problem ist jetzt, ich will dir jetzt nach Möglichkeit nichts triggern. Das Gute ist natürlich, die sind alle relativ weit weg. Das heißt, oh, komm. Oh. Ajo. Haja. Sina hat sogar ein Dings Arkpulser. Kostet nix. Sogar betäubt. Wunderbar. Das gibt's ja nicht. Wo sind wir denn? Ich hab echt Schiss, da vorne anders zu gehen. Okay, passt. Nee, passt nicht. Okay, Matthias, dich, du kriegst auf jeden Fall deinen nächsten Kill. Definitiv. Du triffst ziemlich gut.
Matthias. Du mal neu lade. Und bin hier. So. Okay. Jetzt nicht hetzen. So, Eddie geht nur hier drauf. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Und mir mache ich hier einfach mal ruhig. Und einfach mal gucke das mal. So, du bist noch voll munitioniert. Du hast wird nachgeladen. Du noch nicht. Du hast Automatiklader. So, Sina. Ja, okay. Ich muss nicht hetzen. Noch ist alles gut. Okay, das war vielleicht jetzt nicht so gut, aber wir haben noch Optionen. Und da du in Deckung stehst, ist eine Option natürlich eine Granate. Aber wir gucken sie erstmal. Eddie kann natürlich nichts machen. Wie gesagt, ich wusste nicht, ob das passt. Aber was der Raffi machen kann und was er auch machen wird, ist das hier. Ich hoffe, dass ich nicht hier jetzt was anderes triggere, indem man die Wand inreise. Hey! Hey! Look over here! So, aber mit Eddie können wir eventuell noch was machen. What's over there? So, du kannst auf einer schieße. Sina 80%. Ja, das ist definitiv ein Kill. Okay, er macht's halt richtig. Finde ich gut. So, Eddie. Es war schön, du Ober, aber wir gehen dann wieder. 53 von 60, okay. Du könntest. Ah, du hast Gesicht. Ach. Das sieht man es nicht. Okay, das wäre natürlich jetzt. Oh. Okay. Shit. Sina. Okay, das ist gut. Sina. Raffi, okay. Der muss sterben, da gibt's nichts. Oh mein Gott. Sina, bitte. 95%. Okay. Gut. So, gut. Wir können jetzt ganz, ganz komplett gechillt machen. Und zwar richtig gechillt. Denn wir haben unsere Mission sehr schon fertig. 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Feinde killen. Rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Back in. Ach, Matthias hat Beförderung, wunderbar. Ah ja. Gut, dass wir uns nicht weiter beliefern. Oh ja, das könnte man eventuell machen. Wenn man eine Tür. Okay, gut, das hat sich erledigt. Und das ist noch einer, oder? Was bist du?
Nee, Pathfinder bist du. Denn das lohnt sich nicht. Gut. So, wir müssen hier sie eher schon mal ein bisschen das Gelände öffnen. So, und dann machen wir ein bisschen Dings weg. Ein bisschen Rüstung. Ja, Sprengschutz, der Sack. Das öffnet für der Eddie ganz neue Dimensionen. So muss das sein. Und wer mag sich noch eine Kill sichere? Ja, das ist jetzt die Paketbeförderung für dich, aber du bist ganz nah dran. Okay, das war gut. Ist das nah genug? Kill Stealer. Okay. Alge hinterhältig. Oh, du Matthias, so unser Frischling hier. Nicht schlecht, Knirps. Mhm. Mutwillige Zerstörung, immer gut. Faust aufs Auge der Eddie. Passt. Und sogar noch eine Beförderung. Ja klar, von der Matthias haben wir ja gesehen. Zerfetzen. Ja. Okay. Und das war eine gute Mission. Effiziente Ausführung und Counter-Event Alien Infiltrator. Ich weiß nicht, was das war, aber das hört sich nicht gut an. Gute Arbeit. Okay. Dann werfen wir mal ganz kurzer Blick hier auf unser Team. Müde. Du bist bald wieder da, das ist gut. Ansonsten sind nur ein paar müde. Der Rest ist fit. Da können wir eigentlich noch eine Aktion starten, eventuell. Ich kann verstehen, dass Shen Tigern im Auge behalten will. Sowas könnte man dann eventuell machen. Okay, da müssen wir halt ein komplettes Team wegschicken. Ready 17. Das wird eigentlich gehen. Das wird. Aha, ne, da würde ich noch warten, bis wir Psy Operative dabei haben. Geht noch irgendwas relativ schnell. Gucken wir mal, 6 Tage, 10 Tage, 10 Tage, 8 Tage, 10, 7, 9, 4. Scanning Sites. Brauche ich jetzt nicht. Das können wir uns sparen. Kameradschaft formen. Und Mobilität. Wieso eigentlich nicht? Wir gucken mal. Wenn ihr könnt, mal dann hier wegschicken. Kameradschaft und Mobilität. Wir haben hier einen Haufen. Das wäre dann. Ne, für die 2 ist es nicht gut. Bei euch 2 eventuell. Sina. Sina hat doch schon relativ gutes Movement, oder? Ah, Sina kann gar nicht mit. Okay. Tja, Martin eventuell und Nina, aber die sind komplett fit. Ne, noch nicht. Martin und Nina. Martin hat nur 10. Oh ja, ich glaube, das wäre was. Ja, Mobilität kannst du, glaube ich, gut vertrauen. Ja. Nina. Nina, 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 Nina. Nina. Wo? Hier. Genau. Advent Disguise, wir brauchen schon nicht. Du hast Civilian Disguise. 6 Tage, ich glaube, das ist okay. Nö. Da haben wir wenigstens was gemacht. Okay. Gut, und das war's dann auch für diese Folge. Dann. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.